Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum nächsten Panel. Mein Name ist Sibylle Steinbacher, Fritz-Bauer-Institut und Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ich gehöre zum Kreis der Herausgeber der VEJ, die ist beileibe nicht von Anfang an, sondern ich bin 2015/16 herum eingeladen worden, in diesem Kreis mitzuwirken, was mich sehr gefreut hat und was eine in hohem Maße bereichernde Arbeit ist. Ich darf Ihnen jetzt zu meiner Linken Ulrich Herbert vorstellen, ganz kurz. Ulrich Herbert ist der Autor und Herausgeber einer großen Zahl von wegweisenden Büchern zum Nationalsozialismus und zum Holocaust. Nur ein paar will ich nennen, angefangen bei seiner Dissertation über die Fremdarbeiterpraxis, Politik und Praxis des Ausländereinsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, 1985 erschienen. Seine Habilitationsschrift über Werner Best, eine der zentralen Figuren im SS- und Polizeiapparat des Dritten Reiches. Sein Buch Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 2014 erschienen und mehrfach ausgezeichnet. Sein Buch Das Dritte Reich, Geschichte einer Diktatur, 2016 erschienen. Und zuletzt sein Buch Wer waren die Nationalsozialisten, 2021 erschienen. Ulrich Herbert ist nach Stationen in Essen, Hagen, in Tel Aviv und Hamburg, wo er die Forschungsstelle für zur Geschichte des Nationalsozialismus geleitet hat, von 2095 bis 2019 war er Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni in Freiburg im Breisgau, dort auch Direktor der Frias School of History. Und nach seiner Emeritierung 2019 war er dann gleich Gastprofessor an der London School of Economics und am DHI in London. Und seit seiner Emeritierung ist er Leiter der Forschungsgruppe Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Uni in Freiburg. Und zu meiner Rechten Frank Bajor, auch er Autor und Herausgeber einer großen Zahl maßgebender und wegweisender Bücher zum Thema. Auch hier nur ein paar, die ich nennen will. Seine Dissertation Arisierung in Hamburg, 97 erschienen. Dann sein Buch gemeinsam mit Michael Wild herausgegeben, Volksgemeinschaft, neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus. Dann sein Buch gemeinsam mit Dieter Pohl herausgegeben, Der Holocaust als offenes Geheimnis, die deutschen DNS-Führung und die Alliierten. Ferner mit Andrea Löw herausgegeben, Der Holocaust, Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, 2015 erschienen, auch mit Andrea Löw, The Holocaust and European Societies, Social Processes and Social Dynamics, 2016 erschienen und 2019 auch wieder mit Dieter Pohl gemeinsam herausgegeben, der Band Right-Wing Politics and the Rise of Antisemitism in Europe. Frank Bajor ist nach Stationen zunächst in Hamburg an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, dann in Yad Vashem, dann am Mandel Center des United States Holocaust Memorial Museum, seit 2013 wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte in München und außerdem Professor am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität. So, und jetzt geht's um das Thema NS-Führung und deutsche Gesellschaft und dabei auch um die Frage der Interaktion zwischen der NS-Führung und der deutschen Gesellschaft. Uli Herbert, du hast das Wort. Vielen Dank. Vor 20 oder 25 Jahren hätte dieses Thema wahrscheinlich die anwesenden Massen erregt. Es wäre zu scharfen Debatten gekommen, zu persönlichen Anwürfen und Ähnlichem. Weil die Frage nach der NS-Führung und ihrer Beteiligung oder Rolle und außerhalb von Hitler für die Judenverfolgung und den Mord an den Juden war das große Thema dieser Gesellschaft und ihrer Historiker für Jahrzehnte. Das gilt in gewisser Weise auch für die deutsche Gesellschaft, die in den 80er, 90er Jahren auch in den letzten Jahren noch sehr stark im Mittelpunkt der Forschung gestanden hat, etwa durch dieses Revival der Volksgemeinschaftsthematik.
Und jetzt hat sich das Thema aber doch so ein bisschen abgeschwächt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass in manchen Konferenzen, internationalen Konferenzen, Hitler und die Deutschen gar nicht mehr vorkommen, weil das ist sowieso selbstverständlich und interessiert auch nicht mehr so sehr. Das vielleicht vorausgeschickt. Und das Zweite, wenn Sie gleich feststellen werden, dass Frank Bayeur und ich bis hinten die Zitatauswahl identisch sind oder ähnlich sind, so liegt das nicht daran, dass wir uns abgesprochen haben. Es muss auch was mit dem Gegenstand zu tun haben. Aber es hängt natürlich auch vor allen Dingen damit zusammen, dass wir beide aus dem Ruhrgebiet kommen und das scheint sich da durchzusetzen. So, jetzt im Ernst. Die NS-Führung ist in der VJ-Dokumentation nur ein Akteur unter vielen. Der Blick auf die zahlreichen deutschen Behörden, Verwaltungen, Parteistellen, Polizeieinheiten, Wirtschaftsvertreter, die allesamt an der Verfolgung, der Deportation, der Ausbeutung und der Ermordung der Juden beteiligt waren, lässt die Führung des Regimes, vielleicht 100 Männer, vielleicht 1000, vielleicht auch weniger als 100, das ist eine Frage der Definition, lässt also die Führung des Regimes, deren Entscheidungen und Befehle den Massenmord in Gang brachten, fast in den Hintergrund treten, auch in dieser Dokumentation, in der VJ. Das hat auch seine Berechtigung, weil auf diese Weise die praktizierte Wirklichkeit der Verfolgung und des Massenmords deutlich wird, die aus einer Unzahl regionaler und lokaler Vorgänge bestand, mit zehn, wahrscheinlich aber eher doch Hunderttausenden von Verfolgern und ihren Helfern. Und doch ist immer spürbar in den Dokumenten der VJ, dass es bei allem Engagement, aller Eilfertigkeit und Intensität der unteren Stellen bei der Verfolgung der Juden immer klar war, worauf sich ihr Tun bezog. Als sich der Rassereferent des Innenministeriums Lösener bei Innenminister Stuckart, etwas überraschend, über die, Zitat, grauenhafte Berichte über die Ermordung deutscher Juden in Riga beschwerte, zu deren Entstehung er selber beigetragen hatte. Also als er sich beschwerte, beschied ihn sein Vorgesetzter Stuckart kühl, Zitat, das Verfahren gegen die evakuierten Juden beruht auf der Entscheidung von höchster Stelle. Damit werden sie sich abfinden müssen. Zitat Ende. Solche Einwände und solche Repliken gab es im Krieg dann noch viel häufiger. Nur gab es in der Regimeführung durchaus Einwände gegen die Verfolgung der Juden oder gegen die Art und Weise, wie das geschah. Etwa mit der Begründung, die Juden könnten doch vielleicht auch noch nützlich werden, als Arbeitskräfte oder später als Geiseln gegenüber den Alliierten. Oder mit der Begründung, die Erschießung der Juden führe zur Belastung, zur Barbarisierung derer, die sie ausführen mussten, woraufhin der Gastod ersonnen wurde. Aber eine vernehmbare generelle Kritik am Judenmord gab es in der NS-Führung bis hinein in die Generalität nicht. Vielmehr eine Art Wettbewerb der wechselseitigen Überbietung der Radikalität der Taten wie der Sprache. So etwa, um nur das bekannteste Beispiel heranzuziehen, Josef Goebbels, der schon am 16. November 1941 in der Wochenzeitung Das Reich den ja sehr bekannten Leitartikel mit der Überschrift »Die Juden sind schuld« veröffentlichte und unter Bezug auf Hitlers Prophezeiung von der, Zitat, »Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa« schrieb, Zitat, »Wir erleben eben den Vollzug dieser Prophezeiungen und es erfüllt sich damit an den Juden ein Schicksal, das zwar hart, aber mehr als verdient ist. Das Weltjudentum erleidet nun einen allmählichen Vernichtungsprozess, den es uns zugedacht hatte.« Oder noch deutlicher, Robert Ley, der Chef der Deutschen Arbeitsfront, im Mai 1942 bei einer Kundgebung der Deutschen Arbeitsfront ausgerechnet in Amsterdam, durchaus öffentlich. Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren. Es genügt nicht, die Juden irgendwo hinzubringen. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten. Sie werden zusammengetrieben und sie werden eines Tages nicht mehr sein. Sie werden vernichtet werden, wie man Ungeziefer vernichtet. Zitat Ende in dieser öffentlichen Rede. Es gibt sehr viele solcher Zitate und der öffentlichen Reden mit solchem Zungenschlag. Und sie stehen ja ganz offenkundig in deutlichem Kontrast zu der verbreiteten, auch bis heute getragenen Überzeugung, das sei doch alles sehr geheim gewesen. Was die deutsche Gesellschaft angeht, so waren das Regime und seine Führung von Beginn an, ihrer Herrschaft an,
penibel darauf bedacht, die Stimmung und Haltung im Volk zu beobachten und darauf, wenn nötig, zu reagieren. Das galt etwa für die Beschwerden über die Lebensmittelversorgung oder für Klagen über die Arbeitsbedingungen von Bergarbeitern oder über die Kritik an den Krankenmorden. In Bezug auf die Politik des Regimes gegenüber den Juden war das anders. Es gab solche Klagen, aber eher in einer speziellen Weise. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Denn der Begriff der Gesellschaft, unser Titel unseres Panels, taucht in den Äußerungen der NS-Führung gar nicht auf oder wenn, dann abwertend als Vokabel der Systemzeit. In der NS-Führung sprach man bekanntlich eher von den Deutschen oder vom deutschen Volk. Aber Volk war nicht Gesellschaft, sondern eine andere, eine spezielle Kategorie. Eine im Grunde fiktive Größe, auch nicht allein begrenzt auf Arier und Deutschblütige. So wie bei Goebbels erneut, der am Abend des 9. November 1938, also bei der Reichspogromnacht, mit dem Auto durch München fuhr und angesichts dessen, was er sah, notierte: Das Volk rast. Obwohl er ja nichts anderes sah als das, was er ein paar Stunden zuvor selbst angeordnet hatte, nämlich SA-Leute und Hitlerjungen, die hier Synagogen in Brand steckten und jüdische Geschäfte plünderten. Tatsächlich verhielt sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegenüber den von der NS-Führung angeordneten Novemberpogromen eher indifferent. Nahezu alle örtlichen Parteistellen in Deutschland berichteten, dass diese sogenannte Aktion in der Bevölkerung weitgehend auf Unverständnis gestoßen sei. Die Gestapo Bielefeld zum Beispiel berichtete, das Vorgehen sei im Volke auf, Zitat, oder jetzt alles Zitate, Kopfschütteln und eisiges Schweigen gestoßen. Die Bevölkerung war ernst und gedrückt. Hier und da waren deutliche Anzeichen von Mitleid festzustellen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat die Aktion gegen die Juden nicht verstanden und mit dem Hinweis verurteilt, dass derartiges in einem Kulturstaate nicht vorkommen dürfe. So der einhellige Tenor der meisten der Berichte, Gestapo-Berichte über die Novemberpogrome. Nun muss das natürlich nicht bedeuten, dass wir hier etwa in diesem Bericht, in diesem SD-Bericht, die Haltung der deutschen Gesellschaft erkennen, sondern vielleicht auch nur die des örtlichen SD-Berichterstatters, das waren ja häufig Lehrer oder Ähnliches. Aber deutlich wird doch, dass diese öffentlichen Formen der Erniedrigung der Juden, der Verfolgung, der Mordtaten und insbesondere und immer wieder hervorgehoben die, Zitat, unnötige Vernichtung von Werten, einem offenbar nicht geringen Teil der Bevölkerung unangenehm war und auch abgelehnt wurde. Was gewiss nicht oder nicht notwendig mit Sympathie mit den Verfolgten verbunden war. Dass die Juden Deutschland verlassen sollten, stieß nach Berichten des SD ja durchaus auf breite Zustimmung. Aber solche öffentlichen Exzesse wollte man offenkundig nicht. Als das Regime daraufhin die antisemitische Politik in die Hände der Sicherheitspolizei übertrug, also in dieses Haus hier, also in der Sicherheitspolizei des SD, und statt der Ausschreitung des Straßenmobs eine stillere, gleichwohl aber massiv verschärfte Politik gegen die Juden in Gang brachte, legte sich die Aufregung. Die Verfolgung der Juden, so lautete das Signal dieser Ereignisse und des Verhaltens der Bevölkerung an die Regimeführung, stieß in der Bevölkerung nicht auf Widerstand, wenn sie ohne Aufruhr und ohne Sachbeschädigung und gewissermaßen legal stattfand, wenn man sie also nicht sehen musste. Gleichwohl, schon die Versteigerung des Besitzes der Deportierten wurde ja in aller Öffentlichkeit durchgeführt. Und der Run auf die Besitztümer der Juden war ganz erheblich, wie vor allem Frank Bajor herausgearbeitet hat. Und auch die Zwangsdeportationen der Juden aus den deutschen Städten und Gemeinden seit dem Herbst 1941, also bei Kriegsbeginn, fanden ja vor aller Augen statt. Ein Teil der Deutschen, so wissen wir aus den Berichten, begrüßte die Deportationen explizit. Etwa als die Juden in Kolonnen durch die einzelnen Ortschaften zum Bahnhof gebracht wurden, nicht selten begleitet von Johlen, Kindern und Jugendlichen. Aber da war vermutlich eine Minderheit, aber eine lautstarke. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung reagierte gar nicht. Vielleicht viele auch aus Beschämung. Oder weil sie solche unerfreulichen Erlebnisse lieber gar nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Angesichts des Krieges und der riesigen Opferzahlen an der Front, angesichts der Bombenangriffe auf die deutschen Städte und der nach wie vor schwierigen Versorgungslage, war aber das Interesse am Schicksal der Juden, von denen im Sommer 1941 ja vielleicht noch gut 100.000 Menschen in Deutschland lebten,
war das Interesse von offenkundig sehr geringer Art. Dabei war sich wiederum Goebbels, was die Reaktion in der Bevölkerung oder Teilen davon anbetraf, durchaus nicht so sicher. 4 Wochen nach seinem Artikel im Reich am 18. Dezember 1941 notierte er nach einem Gespräch mit Hitler, Zitat, ich bespreche mit dem Führer die Judenfrage. Der Führer ist entschlossen, hier weiterhin konsequent vorzugehen und sich nicht durch bürgerliche Sentimentalitäten aufhalten zu lassen. Im Übrigen haben die bürgerlichen Schlappmeier immer neue Entschuldigungen, um die Juden zu schonen. Früher war es das jüdische Geld und der jüdische Einfluss, jetzt ist es der jüdische Facharbeiter. Der deutsche Intellektualismus und die deutsche Gesellschaft sind dem Juden gegenüber völlig instinktlos. Ihre Wachsamkeit ist nicht geschärft. Zitat Ende. Solche Bemerkungen finden sich häufig, nicht nur bei Goebbels. Die führenden Nazis wussten und spürten, dass sie mit dem Judenmord eine Grenze und wohl auch die tradierten Überzeugungen von Teilen des Bürgertums überschritten hatten und versuchten dies immer wieder erneut durch ideologische Versicherungen über die Schlechtigkeit der Juden, auf die alles Unglück zurückzuführen sei, zu legitimieren. Kritik an der Mordpolitik oder auch nur laut geäußerte Verwunderungen darüber wurden dabei in der NS-Führung zumeist auf mangelnde Härte und unzureichende politische Reife des Volkes, insbesondere des Bürgertums, zurückgeführt. Der meistgebrauchte Begriff für solche Tendenzen war Gefühlsduselei. Zwar trat die Regimeführung den zahlreichen und auch zunehmenden Berichten über die Massentötungen, die Gerüchte vor allen Dingen, entgegen, bezeichnete sie als von Juden in die Welt gesetzte Gräuelpropaganda oder begründete das Vorgehen, das da nicht bestritten wurde, mit der Schuld der Juden. Aber das geschah doch offenkundig nur mit halber Kraft. Hitler selbst hatte ja geäußert, Zitat, es ist gut, wenn uns der Schrecken vorangeht, dass wir das Judentum ausrotten. Die sicherlich nicht obstruktive, aber indifferente Haltung der Deutschen gegenüber der Judenverfolgung war denn auch der meistgenannte Grund für die NS-Führung, die Verfolgung der Juden jetzt, sofort, immer weiter und immer schneller voranzutreiben. Denn der Krieg bot Möglichkeiten, die man ohne ihn nie hätte. Und die musste die NS-Führung jetzt auch nutzen. Nur sie selbst, nur diese Generation, nur dieser Führer waren dazu in der Lage und dazu hatten sie in dieser Situation ein Volk oder von mir aus eine Gesellschaft zur Verfügung, die den Judenmord wohl nicht gut hieß, ihn aber hinnahm und nicht dagegen opponierte. Denn als Deutsche waren sie vor der Verfolgung der Juden geschützt. In der rassistischen Hierarchie dieses Staates standen sie aufgrund der eigenen Herkunft ganz oben und die Juden ganz unten. Ob die einzelnen Deutschen damit nun einverstanden waren oder nicht, sie waren ein aktiver Teil dieser rassistischen Hierarchie. Das wird eine Reaktion der in den besetzten Gebieten tätigen Deutschen auf das Mordgeschehen, mit dem sie ja meist ganz direkt konfrontiert waren, besonders deutlich. Ein Beispiel. Am Morgen des 12. Oktober 1941 sollten einige tausend Juden des polnischen Grenzorts Stanislau erschossen werden, mit der Begründung, das überfüllte Ghetto des Ortes müsse entlastet werden. Dazu wurden die Juden in Kolonnen zu je 250 Personen zum jüdischen Friedhof gebracht. Der Weg vom Ghetto zum Friedhof wurde von den am Ort anwesenden Deutschen gesichert und darunter waren auch Mitarbeiter der Sparkasse und des deutschen Arbeitsamts in diesem Ort. An 2 Gruben waren dann jeweils 15 bis 20 Schützen aufgestellt und wegen Personalknappheit wurde auch die Bahnpolizei dabei eingesetzt. Am Friedhof hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt. Besonders Angehörige der Wehrmacht, Eisenbahner, Polizisten und viele Angehörige der deutschen Verwaltung im Ort, die das gesamte Geschehen verfolgten und zahlreiche Fotografien machten. Nach den späteren Feststellungen des Judenrats wurden hier etwa 10.000 bis 12.000 Menschen umgebracht. Und hier waren die Deutschen eine Einheit. Und sie nahmen sich selbst auch als solche wahr. Und dabei spielte es keine Rolle, ob sie individuell die Judenpolitik des Regimes insgesamt für richtig hielten oder für zweifelhaft. Die harten,
die harten judenfeindlichen Nationalsozialisten unter ihnen, und davon gab es sehr viele gerade in den besetzten Gebieten, forcierten das Mordgeschehen, wo sie konnten, versuchten die Deportationszahlen zu erhöhen, den Druck auf die Juden zu verstärken, die Verhältnisse in den Ghettos weiter zu verschlechtern. Einige Deutsche, davon gab es aber nur sehr wenige, versuchten das Leid der Juden irgendwie zu mindern, halfen zuweilen denen, die sie persönlich kannten, versuchten jüdische Mitarbeiter von den Deportationslisten streichen zu lassen und anderes. Aber für die meisten Deutschen, auch in den besetzten Gebieten, war das Bestreben vorrangig, den Krieg selbst unversehrt zu überstehen und die unvermeidlichen, unerfreulichen Nebenerscheinungen des Krieges entweder zu ignorieren oder hinzunehmen. Dazu gehörte auch die Verfolgung der Juden. Denn es war Krieg und man war ein Feindesland. Und ganz offenbar waren die Juden Feinde, denn sonst würde man sie ja nicht erschießen. Der Krieg schweißte die Deutschen zusammen. Angesichts einer nun ja realen Welt von Feinden war das Verhältnis zwischen NS-Führung und deutscher Gesellschaft, zwischen Volk und Führer enger denn je. So eng, dass man die Juden entweder als biologisch, politisch, rassisch definierte Feinde Deutschlands begriff, aber das war gar nicht nötig. Es reichte, dass man sie und ihr Schicksal ignorierte und, was übrigens sehr häufig ist, die Juden als Verlorene ansah, die unabänderlich dem Tode geweiht waren. Oder dass man es einfach geschehen ließ, selbst wenn man daran beteiligt war. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulrich Herbert. Und ich gebe gleich weiter an Frank Bajor. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. In der Tat, Uli Herbert hat es schon gesagt, wir haben die völlig unabhängig voneinander verfasst, die Paper, aber teilweise wirkt es so, als hätten wir es gemeinsam getan. Ich starte mit folgender Vorbemerkung. Das Thema NS-Führung und deutsche Gesellschaft ist vor allem von der älteren Holocaust-Historiografie oft als paradigmatischer Vorlauf für die Gesamtgeschichte wie für die Gesellschaftsgeschichte des Holocaust gedeutet worden. Vor allem die mangelnden gesellschaftlichen Interventionen gegen die NS-Judenverfolgung in Deutschland habe die NS-Führung ermutigt, die Judenverfolgung beständig zu radikalisieren, in deutlichem Gegensatz zu den Euthanasiemorden, die nach Protesten 1941 zumindest vorübergehend gestoppt wurden. Ich würde Zweifel an dieser Darstellung anmelden, dass an der vermeintlich paradigmatischen Qualität, denn es fällt auf, dass die NS-Führung im Vorfeld etwa der Operation Barbarossa 1941 für das Baltikum und die Ukraine auf Pogrome und sogenannte Selbstreinigungsbestrebungen der einheimischen Bevölkerung setzte, obwohl sich der Pogrom-Antisemitismus im Deutschen Reich ausweislich der gesellschaftlichen Reaktion auf den Novemberpogrom 1938 nicht als Erfolgsmodell erwiesen hatte. Dies zeigte, dass auf der NS-Seite sehr differenzierte Vorstellungen über die antisemitische Unterstützungsbereitschaft in den verschiedenen europäischen Gesellschaften bestanden, die sich nicht primär aus den gesellschaftlichen Reaktionen im Deutschen Reich nach 1933 ableiten ließen. Um es gleich vorweg zu sagen, der Themenkomplex NS-Führung und deutsche Gesellschaft gehört nicht zu den besonderen Schwerpunkten der VEJ-Edition. Die VEJ-Dokumente haben ihre besonderen Stärken bei den Reaktionen und Verhaltensweisen der verfolgten Juden in einer unheimlichen dokumentarischen Breite präsentiert werden, sowie beim multiperspektivischen Blick auf eine Vielzahl von Beteiligten und Akteuren der Judenverfolgung. Und völlig zu Recht kennzeichnen die VEJ-Dokumente den Holocaust nicht in einem klassischen Sinne als Top-Down-Prozess. Nicht jedes bekannte Dokument aus dem Bereich der Führung wurde erneut abgedruckt, stattdessen die Vielfalt der Akteure auf den verschiedenen Ebenen des Regimes hervorgehoben, brachten sich doch unzählige weitere Vertreter von Partei und Staat in die Judenverfolgung ein und verliehen dieser eine spezifische Dynamik von unten, auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Allein dies relativiert die Bedeutung der NS-Führung. Diese war im Übrigen, wie verschiedene VEJ-Dokumente zeigen, keineswegs ein Monolith,
da anfänglich vor allem in der Reichsregierung noch sehr unterschiedliche Positionen zum Thema Judenverfolgung vertreten waren, gelegentlich, wie auf der Ministerbesprechung 1935, VJ1, Dokument 189, gelegentlich sogar offen ausdiskutiert wurden. Darüber hinaus ist ein objektives Quellenproblem beim Thema NS-Führung hervorzuheben. Der Holocaust vollzog sich nicht als klar und eindeutig durch Befehle und Anweisungen von oben strukturierter Prozess, wie ihn insbesondere die frühe Holocaust-Forschung noch angenommen hatte. Diese ging in der Regel ja von einem Führerbefehl für die Endlösung aus und stritt dann allenfalls über dessen Datierung. Auch durch die VEJ wissen wir, dass sich der Holocaust in einem eher amorphen Kommunikationsraum oder in einem Kommunikationsfeld von mündlichen Ermunterungen und Teilentscheidungen entwickelte, die sich an bestimmten Quellen, wie zum Beispiel dem Himmler-Kalendarium, zwar nachzeichnen, aber nicht immer wirklich präzisieren lassen. Was meine ich damit? Der Führerbefehl, der angebliche zur Endlösung, ist ja eine Erfindung von Angeklagten in den Nürnberger Prozessen, vor allem im sogenannten Einsatzgruppenprozess vor dem Nürnberger Militärtribunal. Namentlich Otto Uhlendorf ist, glaube ich, der zentrale Erfinder des Führerbefehls, mit dem die Angeklagten ihr Handeln als strikt befehlsgesteuert von oben darstellen wollten. Dies passte den Amerikanern aus verschiedenen Gründen sehr gut ins Konzept, wurde von ihnen so übernommen, obwohl die von ihnen beschlagnahmten Dokumente eigentlich eine ganz andere Lesart nahelegten, zum Beispiel für die Einsatzgruppen, deren Meldungen zeigten, dass diese vor allem zunächst jüdische Männer im wehrfähigen Alter ermordeten und erst nach Wochen und Monaten dann auch Frauen, Kinder, ältere Personen einbezogen in das dann unterschiedslose Mordgeschehen gegenüber der jüdischen Bevölkerung, sodass ein Führerbefehl ein anfänglicher gar keinen Sinn machte und diese Radikalisierung nicht erklären kann. Dennoch ging die Aussage von Otto Uhlendorf mehr oder weniger wörtlich ins Urteil im Einsatzgruppenprozess ein. Aus diesem Urteil hat es dann mehr oder weniger wörtlich Gerald Reitlinger abgeschrieben in seinem Buch Die Endlösung. Und bei Gerald Reitlinger hat es dann mehr oder weniger wörtlich abgeschrieben Helmut Krausnick vom Institut für Zeitgeschichte in seinem Gutachten zum Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958. Und so wird aus einer Lüge der Täter eine scheinbar gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, die dann die Grundlage legt für die sogenannte Gehilfenrechtsprechung der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz, die einen Holocaust konstruierte, der einen zentralen Täter hatte, nämlich Adolf Hitler, mit wenigen Spießgesellen wie Himmler und Heydrich und einer großen Zahl von Tatgehilfen, die nicht, wie das Ulmer Gericht 1958 feststellte, mit einem Täterwillen, sondern mit einem Gehilfenwillen gehandelt hätten. So war es natürlich nicht. Es gab keinen Führerbefehl. Götz Ali hat das mal glaube ich, auf die Formel gebracht, einen Führerbefehl konnte es gar nicht gegeben haben. Was meine ich aber mit Kommunikationsraum hier oder Kommunikationsfeld? Klare, eindeutige Mordbefehle werden sozusagen, also diese Leerstellen werden kommunikativ gefüllt, etwa bei den Einsatzgruppen durch Besuche von Himmler und Heydrich bei diesen Einheiten. Nach deren Besuchen steigen dann die Exekutionszahlen drastisch an. Und auch die NS-Führung, vor allen Dingen Hitler, ist natürlich für diesen Kommunikationsraum, der jetzt nicht auf Berlin beschränkt ist, sondern europaweit funktioniert. Wenn im Osten irgendwas geschah, wusste man das in den Casinos von Paris spätestens am nächsten Tag. Sodass dieser Kommunikationsraum insgesamt hier in den Blick genommen werden muss. Und die NS-Führung, ich betone das nochmal, nicht zuletzt Hitler, ist hier von durchaus zentraler Bedeutung. Nicht durch zentrale Befehle, aber doch durch beständige kameradschaftliche Ermunterungen, Ermahnungen, Verweise auf jüngste Äußerungen des Führers und so weiter und so fort. Auch das geografische Gliederungsprinzip der einzelnen Bände erschwert es, die Rolle der NS-Führung beim Massenmord an den europäischen Juden immer klar zu konturieren. Immerhin wird das in VEJ aber doch durchweg versucht. Dies ist gegenüber der internationalen Holocaust-Forschung hervorzuheben, in der die NS-Führung auf vielen Workshops und Konferenzen mittlerweile kaum mehr thematisiert wird. Ich kann mich an kein einziges Panel auf den Holocaust-Konferenzen der letzten 20 Jahre erinnern, in dem das früher allgegenwärtige Thema der sogenannten Genesis der Endlösung im Mittelpunkt gestanden hätte. Und mittlerweile wird auf vielen Konferenzen der Name Hitler kein einziges Mal erwähnt. Dies ist im VEJ-Projekt doch deutlich und glücklicherweise anders.
Allerdings bringt das geografische Gliederungsprinzip von VEJ eine Fülle weiterer Akteure in den europäischen Gesellschaften ins Blickfeld, nicht zuletzt auch deutsche Akteure, die in den besetzten Ländern tätig gewesen waren. Zweifellos waren diese auch Teil der deutschen Gesellschaft, um jetzt auf die Gesellschaft zu kommen, und bildeten keine randständige Gruppe außerhalb derselben. Die meisten kamen ja aus gutbürgerlichem Elternhause. Entsprang deren Verhalten aber primär den gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber den Juden in Deutschland bzw. dem Antisemitismus? Oder waren nicht zuletzt auch andere Faktoren für ihr Mitmachen und Agieren maßgeblich? Uli hat schon ein paar Dinge genannt. Nationalismus, gerade in Kriegszeiten, das Agieren in befehlsgesteuerten militärischen Formationen, Kameradschaft und Gemeinschaftssehnsucht, Organisationsinteressen, institutionelle Interessen, Habgier, Korruption, viele Dinge, die hier zu benennen wären. Und dieser Deutungskonflikt, ist das jetzt primär der Antisemitismus oder sitzen eine Fülle weiterer Faktoren, hat ja die Holocaust-Historiografie in der Vergangenheit, wenn wir an die Goldhagen-Debatte denken, vielfach beschäftigt, vor allen Dingen die Argumente jetzt zwischen Daniel Jonah Goldhagen und Christopher Browning. In den VEJ-Dokumenten tauchen immer wieder Missbilligungen bestimmter Methoden der Judenverfolgung durch die Bevölkerung auf, vor allem in der Anfangszeit der NS-Herrschaft. Allerdings stellte eine große Mehrheit der Bevölkerung die nach 1933 neu etablierten antisemitisch-rassistischen Normen schon bald nicht mehr grundsätzlich in Frage und orientierte sich an ihnen in ihrem Alltagsverhalten. Die Einleitung zu Band 1 spricht hier von einem, Zitat, passiven Antisemitismus und fehlender Anteilnahme, Zitat, gegenüber dem Schicksal von Menschen, die nicht zur Volksgemeinschaft gerechnet wurden, Zitat Ende. Dies sind jedoch etwas grobe Einschätzungen, die nicht verdecken sollten, dass Passivität gleichermaßen befriedigte Akzeptanz, tatsächliche Gleichgültigkeit oder auch heimliche Missbilligung der Judenverfolgung bedeuten und je nach Situation und Zeitpunkt in weiteren Mischungsverhältnissen auftreten konnte. Nur sehr bedingt haben sich in den Quellen jene millionenfachen Alltagsentscheidungen in der deutschen Gesellschaft nach 1933 niedergeschlagen. Zum Beispiel, kaufe ich noch weiterhin in jüdischen Geschäften ein, halte ich den Kontakt zu jüdischen Bekannten, Freunden, Kolleginnen und Kollegen aufrecht, grüße ich jüdische Nachbarn auch weiterhin, etc. Solche gänzlich unspektakulären Alltagsentscheidungen bilden sich in den VEJ-Dokumenten auch deswegen nicht ab, weil sie generell in der archivarischen Überlieferung kaum Spuren hinterlassen haben. Und Uli, vielleicht als Spontankommentar, du hast völlig zu Recht auf diesen antisemitisch-rassistischen Rahmen verwiesen, der die Deutschen jetzt an die Spitze einer rassistischen Hierarchie stellten, sie mit Privilegien ausstatteten und dergleichen mehr. Das ist von zentraler Bedeutung. Aber auch dieser Rahmen muss durch solche einzelnen Entscheidungen ja immer noch ausgefüllt werden. Ich muss ja nicht an der Versteigerung jüdischen Eigentums teilnehmen. Ich kann ja da auch fernbleiben. Und auch im Osten zeigen dann, das sind Ausnahmen, aber so Beispiele wie Feldwebel Anton Schmidt, Hauptmann Wilhelm Hosenfeld oder die Unternehmer Otto Busse, Berthold Beitz und Oskar Schindler, dass man auch im Osten aus der Reihe treten oder aus der Reihe tanzen konnte, auch wenn das also völlig d'accord für die große Mehrheit ganz eindeutig nicht zutraf, die dann mitgemacht hat. Insgesamt kann man, obwohl die Gesellschaft hier mitmacht, ganz eindeutig von einer nahtlosen Übereinstimmung zwischen NS-Führung und deutscher Gesellschaft nicht sprechen. Wie verschiedene VEJ-Dokumente zeigen, riefen bestimmte Formen des Radau-Antisemitismus, der November-Pogrom 38 oder die Deportation der deutschen Juden seit Herbst 1941 immer wieder auch ablehnende Stimmen auf den Plan, die sich in den regimeinternen Lageberichten oftmals noch prägnanter abbilden als in den VEJ-Dokumenten. Hier allerdings nicht in hier Band 6, aus meiner Sicht herausgegeben von Susanna Heim, ein herausragend guter Band, VEJ, wo die vielfältigen Reaktionen auf die Deportation der deutschen Juden aus dem Reichsgebiet ab Herbst 1941 in einer nie gekannten Eindrücklichkeit präsentiert werden. Absolutes Highlight der gesamten Dokumentation. Auch die Beziehungsgeschichte bzw. die Interaktion zwischen NS-Führung und deutscher Gesellschaft ist in den vorhandenen Quellen nur sehr schwer zu fassen. Vor allem durch den Umstand, dass dieses Thema eher selten expliziert wurde. So zeigt zwar das Monitoring der Bevölkerung durch die regimeinternen Lageberichte, dass der NS-Führung die Reaktion und Verhaltensweisen der Bevölkerung nicht gleichgültig waren.
Auch kann man zumindest indirekte Wechselwirkungen zwischen Regimespitze und Bevölkerung feststellen. So hängt die faktische Entscheidung nach dem November-Pogrom 38 nicht weiter auf den klassischen Pogrom-Antisemitismus zu setzen, sicher auch mit den eher negativen Reaktionen der Bevölkerung zusammen. Offen diskutiert wird es aber eher selten, und wir haben im Grunde genommen auch nur wenige Quellen, in denen zum Beispiel Leute aus der NS-Führung direkt auf Kritik aus der Bevölkerung reagieren. Eine der wenigen Ausnahmen, die ich kenne, der Hamburger Gauleiter Kaufmann, der sich quasi für den November-Pogrom in einer öffentlichen Rede entschuldigte und versicherte, dass sich dies nie wiederholen wird und dass man jetzt zu einer gesetzlichen Regelung des Judenproblems übergehen müsse. Verschiedene Quellenhinweise deuten an, dass sich die NS-Führung von den gesellschaftlichen Reaktionen auf die Praktiken der Judenverfolgung nicht beirren oder beeinflussen ließ. In diesem Zusammenhang präsentieren die VEJ eine Schlüsselquelle, die Uli Herbert schon zitiert hat und die meines Erachtens von der Forschung bislang übersehen wurde, nämlich dieses Gespräch zwischen Goebbels und Hitler am 18. Dezember 1941. Uli Herbert hat es schon zitiert. Ich verweise nochmal auf den Satz: Der deutsche Intellektualismus und die deutsche Gesellschaft sind dem Juden gegenüber völlig instinktlos. Und jetzt geht es weiter, das Zitat. Ihre Wachsamkeit ist nicht geschärft. Es ist also notwendig, dass wir dieses Problem lösen, dass wir, die NS-Führung, das wahrscheinlich, wenn es ungelöst bleibt, nach unserem Tode die verheerendsten Folgen nach sich ziehen wird. Ende des Zitats. Dieses Gespräch fand ja in einer entscheidenden Phase des Krieges statt. Kurz nach dem Kriegseintritt Japans und der USA, wenige Tage nach Hitlers Rede vor den Reichs- und Gauleitern am 12. Dezember, als Hitler angekündigt hatte, in der Judenfrage, Zitat, reinen Tisch zu machen. Und Goebbels verweist in dieser Situation auf einen auf seiner Sicht deutlichen Gegensatz zwischen NS-Führung und deutscher Gesellschaft, und weil diese zu sentimental, schlapp und instinktlos sei, müsse jetzt die NS-Führung vorangehen und das vermeintliche Judenproblem möglichst radikal lösen. Dieser konstruierte Gegensatz zwischen Führung und Gesellschaft ist auch deswegen bemerkenswert, auch das hat Uli Herbert schon gesagt, weil Goebbels in der Regel diesen Gegensatz in seinem Tagebuch oft überspielen will. Beim November-Pogrom, Zitat, nun wird das Volk handeln, jetzt rast der Volkszorn. Diese implizite Vereinnahmung war nun für den Mord an den Juden offenbar nicht mehr so einfach möglich. Und wichtig scheint mir an dieser Quelle auch zu sein, dass Goebbels ja hier nicht seine Privatmeinung formulierte, sondern die Quintessenz eines Gesprächs mit Hitler, der ganz offensichtlich dieselben Ansichten geäußert hatte. Sie waren in der NS-Führung aber nicht auf Hitler und Goebbels beschränkt. Am selben Tag, dem 18. Dezember 1941, Stichwort Holocaust als Kommunikationsraum, hatte Hitler auch mit Heinrich Himmler konferiert, der das Gespräch in seinem Kalendarium mit, Zitat, Judenfrage als Partisanen auszurotten, Zitat Ende, zusammenfasste. Auch Himmler vertrat ähnliche Ansichten über die deutsche Bevölkerung, nicht zuletzt in seinen berüchtigten Posener Reden vom 4. und 6. Oktober 1943, als er gewissermaßen rückblickend zunächst vor den SS-Gruppenführern höhnisch auf die, Zitat, die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, Zitat Ende, verwies und zwei Tage später vor den Reichs- und Gauleitern in ähnlicher Weise ausführte, ich zitiere ihn, ich wage zu behaupten, dass es nach Anzahl der Gesuche und nach Anzahl der Meinungen in Deutschland mehr anständige Juden gegeben hat, als überhaupt nominell vorhanden waren. In Deutschland haben wir nämlich so viele Millionen Menschen, die ihren einen berühmten anständigen Juden haben, dass diese Zahl bereits größer ist als die Zahl der Juden. Und dann, es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Und dann sagte er, wir haben das für unser Volk getragen, haben die Verantwortung auf uns genommen. Ende des Zitats. Hier haben wir dieselbe Denkfigur, das zuweilen auf die anständigen Juden verweisende Volk einerseits und die harten Notwendigkeiten erkennen der NS-Führung andererseits, die den Holocaust im Interesse des Volkes schließlich durchführte und verantwortete. Das heißt, auch für die Deutung und Entwicklung des Holocaust, dass hier die NS-Führung sehr wohl eine Größe ist, die man aus den Analysen nicht ausklammern darf. Und das ungeachtet des gesellschaftlichen Mitmachens, das wir natürlich immer wieder aufs Neue konstatieren müssen, es zu kurzschlüssig wäre, jetzt aus einem gesellschaftlichen Antisemitismus allein heraus den Holocaust erklären zu wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und wir machen jetzt einen vierten Wechsel. Bitte bleiben Sie im Saal. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Panel. Und ich bitte Dieter Pohl und Peter Romein hier herauf. Danke.